Und da heiße ich euch herzlich willkommen zurück. Das ist das Labor. Endlich, Fremder. Sie haben mich gefunden. Ist Ihnen klar, dass Sie erst der Zweite sind, der diesen... Na so. Finden Sie den Elektroschock. Das modernste Labor der Insel? Machen Sie bitte nichts kaputt, während Sie sterben. Mechanische, vernichte diesen Eindringling! Was? Alter, das ist schon ein bisschen cool. Los, beenden Sie dieses triviale Katz-und-Maus-Spiel. Ich habe Wichtiges zu tun. Das sieht geil aus, ohne Witz. Ja. Viele waren bei mir, angezogen von Gerüchten über Reichtümer und Wunder. Es ist verzwickt, wissen Sie. Nur wer es bis zu mir schafft, verdient meine Gesellschaft. Werden Sie es sein, Fremder? Also, wir müssen ihn also erstmal bewusstlos machen und dann zum Elektroschocker bringen. Alles klar, meine Freunde mit die Kirin Jindosh. Da war keine Betäubungsfalle, ne? Hallo. Jeder Besucher ist ein Test für den Mechanischen. Und jeder Test macht sie am Ende stärker. Wiedergabe für Einstellung. Ja, hey. Stöcke! Ich will Blutspritzen sehen! Wiedergabe für yeah, Perceiver von dem Kaiserschädel! Ich habe keine Angst vor Eindringlingen. Meine mechanischen Soldaten beschützen. Nichts! Hallo! Tötet sie! Ich bin ein gestörter Geist. Auf Wiedersehen, Fremde. Es gibt kein Grab für sie. Nur ein Glas, mehrere Eingeweide und ein Zwickelhirn. Der Rest geht leider an die Nachbarsrunde. Was ist möglich? Was beim Nichts war das bitte? Wechsle zu alternativen Taktiken. Das ist nicht gut.
runterfahren. Nehmen Sie das! Interessant. Das bringt mich auf eine neue Erfindung. So. Das muss der Elektroschocker sein, den Jindosh erwähnte. Ach, das ist ihn ja. Alles klar. Ja. Wir brauchen mehr Saft. Ich muss zugeben, ich verspüre ein wenig professionelle Neugier hinsichtlich seiner Funktion. Geduld, mein Freund, Geduld. Der Ablauf ist dabei sehr wichtig. Sie wird meine Elektroschockmaschine schon verstehen. Aber wann? Bevor oder nachdem dieses Licht ihre Augen verlässt? Und wohin geht es, wenn es verschwindet? Nicht vergessen, steht nicht genug Strom für den Schuss zur Verfügung. Bis sie behoben ist, muss ich andere Personen das Labor. Okay. Die anderen Labormaschinen verbrauchen zu viel Strom. Vielleicht könnte das Gerät uns dabei helfen. Nein, leider nicht. Aber was es kann, ist ihnen das zu nehmen, was sie am meisten lieben: ihrem kostbaren. Wenn Sie nicht am nächsten Prototyp des Mechanischen mitarbeiten, verwende ich das Gerät an Ihrem Gehirn, Sokolov! Ja. Ich weigere mich! Als sabbernder Idiot nerven mich zumindest Ihre wortreichen Theorien nicht mehr! So, dann müssen wir die 3 machen. Bay 1. Also gibt's auch noch mehr davon.
Habe ich das missverstanden? Ich dachte, das ist die Reihenfolge, Missionsgegenstände, halt Missionshinweise. Bis die Summe befummen. Chemistry. Drücken wir mal die Chemistry. Nächstes müsste die 6 kommen. Weaponry. Weiß nicht, ob das so richtig ist. Elektroschock braucht 7. Anatomie braucht 1. Hä? Oder ist das jetzt. Was mache ich da verkehrt? Ich dachte, das ist irgendwie die Zahlenfolge, mit der wir den Saft da drauf kriegen. Aber ich glaube, das war gar nicht richtig. Das jetzt haben wir 4 Saft. Jetzt hol ich mal die Weaponry. Wartungsschlüssel benötigt. Okay. Da ist der Wartungsschlüssel. Put the power available is 11. Das heißt, wir müssten ja eigentlich nur... Nicht genug Energie. Ja, das ist ganz schön kacke. Anatomie ist jetzt verbraucht 1 oder ich check das nicht so richtig. Voll try and error einfach, ey. Voll dumm. Da steht halt nicht irgendwie, weißt du? Ja, versorge den Elektroschock mit Energie. Ist nicht genug. Ja. Missionshinweise, wow. Zu minimieren und mehr Elektroschocker-Energie. Ich weiß nicht, ob 20 Jahre dauern würde, bis sich das hier bewegt. Ah, lecker. Der Elektroschocker müsste jetzt funktionieren.
Ja, ich habe vorhin schon mal eins gedrückt, ist egal. Alles klar, go for it. Alles, was sie wollen. Aufhören! Mit! Es geht alles verloren! Alle Ehre des Fortschritts! Das hatten sie also mit Anton Sokolov vor. Und wenn ich die Säure auf ein Kupferblech gebe, was passiert dann? Aha. Was ist noch? Im Adel. Kanaka versinkt in Finsternis, Hass und Korruption. Ich wünschte, es wäre anders. Ja, ich auch. Ein bisschen cool hier. Hier gibt's auch keine Herzen mehr. Also keine Ruhen, meine ich. Die ist ja cool. Oh. Ja. Anton Sokolov. Ja, der wird ja nicht mehr festgehalten. Der liegt ja schon im Zug. Oder im Wagen oder whatever. Ach scheiße, wir müssen ja nochmal da rein. Wir haben jetzt den Schlüssel für den Wartungstunnel. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Alles klar, nochmal umdrehen. Das habe ich jetzt voll verpeilt. Juhu, schön. Alles klar, nochmal rein. Warum ist es so, dass man so lange lädt hier? Verstörte mechanische Daten werden für den Chaos-Faktor nicht berücksichtigt. Das ist gut. Nur für fast alle Hindernisse oder Probleme gibt es mehrere Lösungen. In einer Situation ist es schwierig, gehen sie anders an. Erledige mechanische Daten, indem du ihre Schwachstellen findest und ausnutzt. Großer Finder, ja. Was ein Typ, oh lol. Okay. Das ist interessant. Moskitos. Da geht's weit runter. Ja. Das hast du gut erkannt, Emily. Lol. Kann ich springen? Achso, lol.
Wann ist der Rapture, würde ich sagen. Wo wollen wir den Fahrstuhl hierher? Da geht's mir noch eins weiter runter. Assessment Chamber. Hier waren wir nämlich vorhin auch. Jetzt will ich noch mal wissen, ob da dieser eine Bereich, brauchten wir da nicht ein Wartezimmer oder einen Wartungsschlüssel oder habe ich das verlesen? Ich bin so erstaunlich laut. Wartezimmerschlüssel. Aber da waren wir ja eh schon, oder nicht? Haben wir das schon? Ja, klar. Also gleich hier dahinter der Raum. Ja, weil hier wollen wir noch nicht. Leitende Fasern. Und einen Brief an der Gießerei. Blam. Korruption ist überall das Gleiche. Na, guck mal. Ein Permut. Köcher. Okay. Warum auch immer. Wahrscheinlich einfach, weil es kann. Ah ja, das war ja hier, wo wir. Okay. Gut. Jetzt haben wir es. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ciao.